Die Sitzung des Niederösterreichischen Landtages vergangene Woche befasste sich neben einer umfangreichen Tagesordnung vor allem mit der Aktuellen Stunde, die diesmal dem Thema Pendlerhilfe gewidmet war und von der ÖVP-Fraktion eingebracht wurde. Wenn Sie ein bisschen über die Grenzen Österreichs schauen, auch wenn es unsere Pendlerinnen und Pendler belastet, sind wir noch immer eines der billigsten Spritpreisländer in Europa. Rund um uns schon um die 2 Euro. Natürlich haben wir versucht, und das ist auch der wesentliche Inhalt, durch Initiativen des Landes, durch Maßnahmen des Landes, die Situation der Pendlerinnen und Pendler zu verbessern. An erster Stelle darf ich da die Pendlerhilfe neu nennen. Sie wissen ja, ab 20 Kilometer diesmal eine punktgenaue Abrechnung der Kilometer. Die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird einem Bonus von 20% der Förderhöhe gewährt. Und es gibt auch eine soziale Staffelung, nicht wie so manche wollen, für alle, für jenen. Man muss sich ganz genau anschauen, wer braucht diese Hilfe? Und wir geben sie jenen, die diese Hilfe brauchen und nicht mit der Gießkanne. Es ist eine kurzfristige Soforthilfe, also sie wird ab 01.01.2013 umgesetzt werden. Wir haben daneben auch einige Maßnahmen des Bundes, wie diverse Absetzbeträge und so weiter und so fort. Da sind wir natürlich auch bemüht. Da gibt es die sogenannten Pendler-Euro, eine Forderung an den Bund, wo sich auch das Finanzministerium bewegen sollte, um ganz einfach die spürbaren Belastungen, die auf die Pendlerinnen und Pendler gekommen sind, abzufedern. Zu dem Thema, was du angesprochen hast, nämlich den Spritpreis, muss man schon dazu sagen, auch wenn wir im europäischen Schnitt vielleicht an mittlerer oder unterer Stelle liegen mögen, dann geh mal mit mir und red mit den Leuten. Der Spritpreis hat sich extrem erhöht. Wir wissen, dass er sehr stark gestiegen ist, über 1,50 Euro mittlerweile im Schnitt, zumindest beim Super. Belastungen von 175 Euro im Jahr mehr, was die Menschen zu bezahlen haben. Und denen kann es dann durchaus erzählen, dass vielleicht noch relativ günstig ist bei uns, aber sie spüren es jeden Tag im Geldtaschel. Was sagen Sie zum Turbo? Ich glaube, es handelt sich eher um einen stotternden Motor als um einen Turbo. Insgesamt muss man sagen, jeder Euro, der mehr für Pendler ausgegeben wird, ist ein guter Euro. Die Pendler haben es nicht ganz einfach. Sie haben sich dieses Schicksal sozusagen nicht selber ausgesucht und damit brauchen sie alle Unterstützung. Deswegen nur stotternder Motor und nicht Turbo, weil es der ÖVP nicht gelungen ist, über einen Schatten zu springen und das Modell der SPÖ Niederösterreich anzunehmen, wo es um eine Individualförderung geht. Grundsätzlich ist Pendeln ein Einzelschicksal für jeden Einzelnen und keine Familienbelastung. Und würde man das als individuelle Förderung nehmen, dann werden viel, viel mehr Menschen würden in die Gelegenheit kommen, Pendlerhilfe in Anspruch nehmen zu können. Und insgesamt muss man ganz ehrlich sagen, die ganze Diskussion, die wir heute haben ums Pendeln, ist, und das kann man der ÖVP in Niederösterreich nicht abnehmen, verfehlte Verkehrspolitik der letzten 10 Jahre. Wir haben es verabsäumt, zum Unterschied von Wien, den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, gerade im Wiener Umland, wo einfach irrsinnig viele Pendlerströme nach Wien vorhanden sind. Aber die eigentliche Ansage heißt, eine wirklich große und großzügige Offensive im öffentlichen Verkehr. Und gleichzeitig brauchen wir eine Offensive bei der Vereinfachung und Vergünstigung der Tarife. Dieser Tarifdschungel, gibt es ÖBB-Tarife, Vortarife und meistens nicht einmal alle, die bei diesen betreffenden Unternehmen arbeiten, kennen noch alle die Tarifmöglichkeiten. Das ist ein Dschungel geworden. Und gerade an der Grenze von Wien und Niederösterreich wird es besonders ungünstig. Da müssen Sie bei den Taxis einen Aufschlag zahlen, wenn Sie zum Beispiel von einer Schnellbahnstation mit einem Taxi über die Landesgrenze fahren. Ja, um Gottes Willen. Wir sagen unseren jungen Leuten, sie sollen europäisch denken, sie sollen groß denken über den Tellerrand hinaus. Und dann haben wir einen Kabotagezuschlag an der Wiener Außengrenze. Ja, um Himmels Willen. Was soll so eine Verkehrspolitik? Also da
braucht sich niemand was darauf einbilden und hier müssen wir rasch und insbesondere für die Ostregion über die Grenzen der Bundesländer hinweg günstige, leistbare und auch zugängliche Möglichkeiten schaffen. Natürlich muss man trachten, die finanziellen Ungerechtigkeiten, die es gibt, ein bisschen auszugleichen. Ich glaube aber, einerseits sollte man dabei stärker differenzieren, wo Menschen wohnen, denn in manchen Gegenden Niederösterreich gibt es ja einen vernünftigen öffentlichen Verkehr, etwa entlang der Hauptbahnachsen Südbahn, Westbahn. Dafür sollte man denjenigen, wo es keinen öffentlichen Verkehr gibt, stärker unter die Arme greifen. Aber noch wichtiger wäre es, dass man jetzt beginnt, das, was halt in den letzten Jahren leider nicht passiert ist, die Investitionen in den öffentlichen Verkehr zu verstärken. Denn leider kann man fast mit Sicherheit sagen, die Treibstoffpreise werden weiter in die Höhe schnellen. Und wenn das so weitergeht, wird es unmöglich sein, dass man diese Kosten abfängt. Daher brauchen die Menschen Alternativen. Es wird sicherlich in Niederösterreich auch weiter notwendig sein, in den entlegenen Gebieten ein Auto zu haben. Aber es muss günstige Möglichkeiten geben zum Umsteigen. Und vor allem dürfen sich dann die Kosten fürs Auto und die Öffis nicht addieren, sondern dann muss es Kombi-Tickets geben. Wir haben vorgeschlagen, 1 € pro Tag, also 365 € im Jahr, müssten für alle Pendlerinnen und Pendler genug sein. Da sollte es ein Niederösterreich-Ticket geben, das dann alle Kosten abdeckt. Heute kommt die Wahrheit ans Licht, wie die ÖVP mit den Pendlern umgeht in diesem Land. Und heute kommt die Wahrheit ans Licht über die gesamte Pendlerpolitik der ÖVP. Und ich fange mal an. Zuerst kürzt sie im Voranschlag die Pendlerhilfe. Heute wird sie erhöht. Warum erhöht man sie heute? Und ich muss euch sagen, da riecht man förmlich die Zirkusluft. Da spürt man den Manegenduft. Ihr macht wirklich diesen Landtag so zum Zirkuszelt und der Herr Kollege Hintner macht den Direktor. Die Show. Ja gut, ich komme da nicht hin, Herr Gruppmann. Die Show hat da schon begonnen mit dem Kollegen Hintner und wird sich dann weiter auch noch fortsetzen bei den ÖVP-Rednern. Und ja, und Sie bringen heute eine Aktuelle Stunde ein zur Erhöhung der Pendlerhilfe. Weil es halt mit Ihrem Schmäh, mit dem Pendler-Euro nicht drüber kommt und weil es den halt vertuschen wollt. Und dieser Pendler-Euro, der war eigentlich nur ein größerer Schmäh als die Rettung der Nebenbahnen, die Sie einmal angekündigt habt. Ich frage mich, wo ist der Pendler-Euro des NÖAAB? Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, wo ist der Pendler-Euro? Ich sehe nichts, nirgends. Wo ist er geblieben? Und dieser Pendler-Euro, der war eigentlich eine Verhöhnung unserer Pendler. Und ihr macht es halt das immer so, immer wenn eine Wahl naht, dann wird was angekündigt. Und kurz nach der Wahl zerplatzen diese Ankündigungen wie Seifenblasen. Man macht hier Showpolitik, bezeichnet es als Turbo. In Wirklichkeit ist es leider Show. Wobei ich dazu sagen möchte, uns ist egal, wie Hilfe kommt. Wichtig ist, dass jetzt wirklich reagiert wird, denn die Menschen können sich das tägliche Leben nicht mehr leisten. Jeden Tag an der Tankstelle 1,50 ist eine Katastrophe. Das heißt, man muss hier wirklich rasch und schnell helfen. Es wurde heute ein neues Modell diskutiert, das neuen Schwung bringt, das aber vor allem neue Verbesserungen für die Pendlerinnen und Pendler bringt. In Niederösterreich die Grenze von 25 auf 20 Kilometer gesenkt. Über 6.000 neue Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen haben damit die Chance, zusätzlich Pendlerhilfe zu bekommen. Ich glaube, ein wesentliches Zeichen, familienfreundlicher gestaffelt auch nach den Kindern. Ich glaube, ein Zeichen für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich. Ein klarer Erfolg auch für das Land. Wir werden im Bereich der Park-and-Ride-Anlagen gemeinsame Lösungen und Kostenbeteiligungen versuchen aufzunehmen. Trotzdem bleibt der Unterschied. In Niederösterreich gratis, geschützt, die Kommunen kommen für die Pendlerinnen und Pendler auf. In Wien bei 3 €, na vielleicht bringen wir 1 € oder sowas zusammen. Das ist der soziale Wind, das ist das Herz für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer. Ich sage noch einmal, sozialistisch hat mit sozial nichts zu tun. Und das merkt man im Unterschied zwischen den Bundesländern Wien und Niederösterreich. Eine Abschlussbemerkung noch, sehr geehrte Damen und Herren. Im Gegensatz anscheinend zu Wien sind die Wiener Pendlerinnen und Pendler
aber Tausende, die zum Beispiel im Industriezentrum Niedersachsen-Süd arbeiten. Herzlich willkommen. Die Wienerinnen, Pendler und Pendler werden niemals vom Land Niederösterreich schikaniert werden. Sie sind nicht nur als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer willkommen, sondern auch als Kundinnen und Kunden, als Gäste, als Leute, die bei uns Geld ausgeben. Und natürlich, ihr wisst auch, dass die Wiener im Bereich des Zweitwohnsitzes auch ihr Wahlrecht ausüben können. Und deshalb wissen diese Pendler auch blau, gelb, gut, Niederösterreich.